In Amerika haben wir sehr, sehr effektiv eine Geschichte erzählt. Das sehen wir jetzt auch wieder in der Gesundheitsreform, in der Debatte über die Gesundheitsreform. Dort wird nicht einfach gesagt, hier ist unser Programm zur Gesundheitsreform und das ist das der anderen, sondern da werden Schicksale erzählt. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Außerdem, ich glaube, das wird oft vergessen, war einfach die Kultur und auch der politische Moment ein ganz anderer. Wir hatten 8 Jahre George Bush und katastrophale Politik und wir hatten was komplett Neues in Barack Obama. Zurück in Deutschland war es natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, das können wir in vieler Hinsicht natürlich auf die Struktur und die Kultur, die in Deutschland herrscht, zurückführen. Die Wahlbeteiligung ist enorm runtergegangen dieses Mal. Irgendwann wird sich auch jeder letzte Politiker der Frage stellen müssen, wie können wir wieder Leute mit einbinden. So wie es im Moment läuft, funktioniert es ganz offensichtlich nicht. Ich glaube, das weiß auch mittlerweile jeder. Wenn ich aber nur einen Inhalt kommuniziere und nie den wirklichen Sachverhalt erkläre, wo bewegt es denn wirklich Leute, dann kann ich auch nicht erwarten, dass dort irgendwo eine Konversation oder ein Dialog stattfindet. Generell, glaube ich, wird zu oft diskutiert, was sind die wirklichen Kanäle, die wir benutzen. Benutzen wir jetzt auch weiterhin nach der Wahl Twitter, benutzen wir nach der Wahl Facebook. Das sind nicht die Fragen, die wir uns stellen dürfen, sondern die Frage muss sein, wie kommunizieren wir und wie benutzen wir die Tools. Es hat sich auch nicht wirklich viel getan. Ich meine, als wir hier vor einem Jahr saßen, waren wir alle sehr, sehr enthusiastisch und ein Jahr später kann ich nicht wirklich einen riesen Unterschied und einen Fortschritt feststellen. Das Internet kann ein unheimlich tolles Tool sein zur Organisation, aber im Endeffekt muss als erstes der Inhalt stimmen.